Einfach reingeschoben und Loni. Oh, das wäre es ja gewesen. Das wäre lecker gewesen. Check this out, man. Check this out. Junge, check this out. Mach sie doch kaputt, mach sie doch kaputt. Put, 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 put. Yes! Das war jetzt schnell geschaltet. Gut gesehen, dass da meiner steht, drauf gewechselt und zack. Das Schöne ist, so ein Schuss geht dann eigentlich immer rein. Wenn das Tor leer ist und der Winkel nicht allzu spitz, dann ist der Ball immer drin. Es sei denn, du hast eine Vollgurke mit gesamten Null oder so. Aber ansonsten, ne? Du weißt, was ich meine. Ah, komm schon! Das ge... kann ich eigentlich? Oh, jetzt hätte ich gerne den Replay gesehen. Gerade sage ich es noch, ne? Oh, wenn das Tor leer ist und der Winkel nicht zu spitz, schießt du das immer drin. So, jetzt, ihr habt gesehen, was gerade passiert ist. Ja, ich habe auf 3 Metern echt den Pfosten getroffen. Das ist... aufs leere Tor, aus... ach, was, aus 3 Metern? Quatsch, aus 1 Meter habe ich den Pfosten getroffen. Das war noch nie im Leben 3 Meter, das war viel weniger. Could you fucking not... und gib mir den Ball, ey. Gib mir den Ball. Peter Crouch, yes! Der Typ hat's einfach drauf, machen wir uns nichts vor. Ich würde ihn fast im Team lassen, wenn ich nicht gleich Schweinsteiger kriegen würde und so. Und die Konsorten und Julie oder wie der Pisser heißt, keine Ahnung. Franzosenpack. Was wollt ihr denn? Das war wack, aber kein Problem. Oh, Peter! Oh, ei, ei. Oh, das wäre so geil gewesen. Wirklich, das hätte heute alles getoppt. Wenn ich den also. Big, 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 big score, man. You're getting it. You're getting it. Oh, Peter Crouch. You're the man. You're the man. Mit Pseudo-Raucherstimme reden, total cool. You're the man. Ich müsste echt rauchen dafür, aber mache ich nicht. Leute, die rauchen, sind mir zu wack. So. Street Battle. Haben wir gemacht, haben wir geschafft, haben wir getan und wir haben... und wir haben endlich einen neuen Spieler. Hallo, Julie. Aha. So, und jetzt. Wir holen den zweiten deutschen Nationalspieler neben Tipp und Loni. Schweinsteiger. Und Spät, ich weiß nicht, wie gut Hinkel ist, leider. Spät, ich glaube, also später kann man noch Hinkel. Wenn Hinkel gut ist, dann haben wir 3 Spieler. Wenn Oli Kahn noch, ne? Ich sag's nur. So, das haben wir schon gesagt. Doch, da haben wir gesehen. Ja, genau, Hinkel kommt dann. Dietrich Cafu. Oh, Robinho. Oh, oh, oh. Alberto Torres. Jetzt wird's dick. Samba Classic. Na gut, jetzt kriege ich natürlich die Brasilianer. Ich will nur mal kurz gucken, wie gut die alle sind. Hinkel. 76. Naja, flash mich nicht so. Song? Was? Song? Ja. Song, verpiss dich. Was willst du denn? Mongo. Denkt der, wäre heftig oder was? Cafu. Cafu 87. Oh, oh, oh. Jetzt wird's fett. 20 Goals oder Panas für Rubinho. Wie viel hat der? 89. Leck mich am Arsch. Jetzt wird's dick. Freunde. Und Alberto Torres? Ja, 86. Nicht so gut. Im Vergleich zu den anderen ist natürlich an sich heftig. So, Pardo. Jetzt kommen hier die 3 Mexikaner. Blanco, Marquez, Pardo. Ich will einfach nur wissen, worauf ich mich einlasse, ey. 75, ja. Was denkst du denn? Ja, Kubo, ich will... das Ding ist, ich würde ja spielen, ja? Das Problem ist, wenn ich gewinne, dann kommt, will er in mein Team zurück. Und da habe ich keinen Bock drauf. Obwohl. Kann ich ihn ablehnen? Ich habe keinen Bock, das Geld zu zahlen. Also, wenn ich ihn ablehnen kann, dann werde ich auf jeden Fall jetzt spielen. Dann spiele ich auf jeden Fall auf... auf jeden Fall, Fall, dö, 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 dö. Oh yeah. Okay. So. Einfach nur, weil du ein Pisser bist. So. Ich hab Heimvorteil. Oh ja. Kann ich nochmal? All your game progress will be lost. Ja, ist gar nicht so schlimm. Solange ich kein Geld verliere dabei, ist mir egal. Das soll mir dann echt recht sein. Oh, gönnt er sich oder was? Gönnt er sich, Junge? Junge, mach mal Replay. Rewind Select. Ich sag das verdammt gerne. Hat man das schon gemerkt? Ich glaube, nein. Peter Crouch ist again talking the language, man. Ich liebe es, hier zu sprechen.
fast noch besser als, den Dialekt Franz Beckenbauer oder so. Also. Ist ja viel heftiger. Oh yeah, die Mucke fetzt richtig rein. Und Loni, 1. Oh, 2. Jolie. Nein, das wollte ich nicht, aber danke. Not what I wanted, man, not what I wanted. So, Jakubu denkt hier wieder, er wäre dick. Ja. Ich glaube auch. Fettsack, ey. Aber Jakubu sollte ich nicht übel lachen. Jakubu war ja ganz geil. Aber, Dingens, ne? Das war ein schöner Trick gegen die Luft, Loni, geil. Aber der andere, ne? Der Assi. Den würde ich im Leben nicht nochmal battlen. Einfach weil er mich anwidert. Das hat wehgetan. Aber gut. Wer es herausfordert, ne? Hat es wohl nicht anders verdient. Alter, ich will den nicht nochmal ausdrücken. Versteh das doch, Spiel. Wieder mich nur an, danke. Ja, ich glaube auch. Übergepennt der Keeper, na klar. Ach nee, komm. Ich hab zu früh den Trickstick gedrückt und dann wollte er irgendwas blocken, was auch immer der blocken wollte. Verstehe ich nicht ganz, aber bitteschön. Peter Crouch, yes. Schieße ich halt noch 2 normale Tore von mir aus. Ach, wenn er den gemacht hätte, ich hätte ihn gefeiert. Ich feiere Peter Crouch ja so auch schon. Aber dann noch mehr so. Also. Das wäre Verehrung von schon was gewesen von Peter Crouch. Ja, Peter Crouch ist nicht vorne und deswegen ist der Ball noch nicht drin, ganz einfach. Das ist leider wahr. Das ist leider wahr. So, Keeper hat den Ball, alles gut, alles locker und 1. Ich meine, jetzt wo ich schon 3 Tore, beziehungsweise jetzt schon 4 sogar, dann ist auch egal, jetzt muss ich einfach nur treffen und fertig. Ich will das Spiel einfach nur hinter mich bringen. Fertig. Für das Geld oder so. Ich weiß nicht, ich glaube, ich krieg 15.000, wenn ich das... Von wegen, Mr. Defoe, ich glaube weniger. Oh yeah. Cool. War eine sehr geile Aktion. Und Grätsche. Ja. Sport ist Mord, Street ist Mord, Junge. Dieses Leben ist wie Einzelhaft. Ich zieh die Knarre erst, wenn der Mond in mein Ghetto... Warum rieche ich gerade Döner? Mein Hirn spielt mir einen Streich. Hier ist nirgends der Döner, aber ich rieche es. Einfach weil ich so Hunger habe. Gehirn wieder mich nur an. Das ist, verstößt das schon gegen die Menschenrechte, oder? Ich mein, Döner riechen, obwohl man Hunger hat und es ist kein Döner in der Nähe. Ist das? Also ich glaube schon. Genau, Dragon later, man, Dragon later. So, Peter Crouch jetzt aber. Komm, das war Loni. Hat der Bock drauf, Junge, Alter, hat der Bock. Peter Crouch. Ach komm, Peter, lass dich doch nicht verarschen. Vor allem nicht beim Gleis, Junge. Zack. Keeper. Ja. So, ganz ruhig. Nochmal 1. Schade. Aber immer nur ein Tor. Mir war wichtig, dass sie mir keins abziehen. Alles andere war mir eigentlich egal. Cool. Danke für gar nichts. Könnt ihr mir bitte mal ein bisschen Freiraum lassen und nicht da... Die sind ja voll aggro, Junge. Sag mal klar. Haben voll das Aggressionsproblem, Alter. Alter, aggro. Nur weil ich da und Gretsch dürfen, die ist auch, oder was? Das ist ja widerlich, so eine Logik. Oh, ja. Peter, David. Das war ein schönes Deck. Wenn auch irgendwer hingehen würde, vielleicht wäre es noch besser gewesen. So, und jetzt... Ich will einfach nur ein Tor schießen. Scheiß auf Tricks oder alles. Na gut, ich sollte eigentlich 2 Leute austricksen. Scheiße! Boah, ich darf das jetzt echt nicht verlieren. Das wäre so bitter. Okay, 1. Oh nein, schon wieder zu früh. Und dann macht er diesen fucking Block. Das ist doch Müll. Mach lieber eine Ich-gehe-automatisch-zum-Ball-hin-Funktion für meine Spieler. Und nicht so ein Scheiß. Abblocken mit dem rechten Stick. Ich glaube, es hackt da auch, ey.
im Notfall mache ich es auch mit dem Gamebreaker, aber es muss doch nicht sein. Peter, du stehst im Weg. Eins der wenigen Male, wo deine Größe hinderlich ist. Boah, ich, bei jedem Schuss habe ich jetzt Herzinfarkt. Wirklich, das ist echt so. Und schon wieder geblockt. Es geht doch einfach automatisch zum verschissenen fucking Ball hin. Das ist doch nicht wahr. Cool, die Luft ausgedrückt. Loni läuft bei dir. Ja. Ich glaub's nämlich auch. Peter Crouch, go for it, yay. Was für Kirschen? Was? Ich habe irgendwas mit Kirschen gehört. Alter, du widerst mich fucking an. Ihr alle widert mich an. Geht doch zum Ball. Ist mir egal, dass es 23 Uhr ist. Das ist doch scheiße. Also entschuldigen Sie mal. Wirklich nicht. So, dann habe ich Gamebreaker. Wenn ich jetzt noch verliere, bin ich sauer. Aber ich werde jetzt verlieren, machen wir uns nichts vor. Das will das Spiel, so wollte ich schon fast sagen. Nein! Und der trifft. Ich verliere, weil die weg sind. Nein! Peter Crouch, wie kannst du mir das antun? Okay, jetzt bin ich soweit zu sagen, ich werde euch alle abmeucheln. Das ist nicht mehr witzig. So. Peter fucking Crouch! Ja! Das war Straßenfußball auf allerniedrigstem Level. Ich weiß nicht, welches Spiel du gesehen hast, aber... Das war noch nie so ein Krepel gesehen, ey. Hammer. Immerhin habe ich jetzt Geld bekommen. I really like that money, man. Nee. Geh mal weg. So welche... Ich glaube, don't add. Ich glaube, ich bin mal auf don't add. Weg mit dir. Ich habe es nur wegen dem Geld gemacht. Also, um kein Geld zu zahlen. Ich zahle nicht 3600, weil du ein Bob bist oder was. Also. Bob Yakubu, sag ich da nur. So, safe successful. This is very nice, man. Nein, Adu, Alter. Scheiß drauf, ich hab gerade Geld bekommen. Es ist mir jetzt echt egal. Was haben wir denn noch hier? Schweinsteiger. 4 Tore Vorsprung. Aber sowas von. Ich hole mir Bastian Schweinsteiger. Oh, yeah. Schweini, ich komme. I'm coming for you, man. I'm coming for you. Only for you. Ich sollte es echt mal... Ich muss Peter Crouch aus dem Team bekommen, so spreche ich dauernd so pseudo-britisch. Das ist ja widerlich. Ich glaube, die Grätsche hat gesessen eigentlich, aber naja, gut von mir aus. Wenn ihr meint, mich anzuwidern, dann macht es doch. Der Vorteil ist, wenn ich Kreis drücke, geht der Ball immer aufs Tor. Er geht nicht ins, aber er geht immer irgendwie aufs Tor. Und es zählt als Schuss, das ist wichtig. Das ist nicht nur wichtig, sondern auch mir persönlich wichtig. Also. Ja. Das wollte ich nicht nochmal, aber bitte. Ich wollte ihn nach vorne austricksen. Ach, leck mich doch. Suck Donkey Balls, Alter. Sinn. Das ist doch jetzt lächerlich. So, Loni, pass auf, wir gehen jetzt hinter. Machen wir alles nochmal. 1, 2 und drin. Also drauf. Drin. Warum hat das schon wieder keine Kombo? Ich meine, jetzt gibt's Trinkpunkte. Jetzt kannst du mir nichts mehr erzählen, Junge. Ja, holen wir wieder. Total einfach, oder was? Yes! Oh, oh, ich bin wach. Ich bin wach. Oh, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. I am Lord. Ja, ja, ja. Na, pick dich. Scheiße. Mies geblockt, der Wichser. So, Peter Crouch 1. Ja, das hat er gespürt. Und na. Das war so klar, dass jetzt ein fucking Tor kommt von denen. Scheiße. Ah, jetzt fühle ich die Streets so gar nicht mehr gerade. Ich fühle die Streets scheiße. Vor allem zu mir jetzt. Oh, das ist doch mies, ey, wirklich. Nee, nicht ganz, aber cool. Sorry, Bro. Peter Crouch. Was, schon wieder Game Record, wo kam denn der? Ich hatte doch gerade einen. Also, wow. Das ging verdammt schnell, aber cool.
Eins. Genau, lass dir es nicht bieten. Now we're talking the language. Sag einfach, lass dir nicht bieten und dann ist es schon vorbei. So. Hauptsache es steht 0-1, das ist erstmal wichtig. Hauptsache ich zieh den Tor ab. Ärgerlich ist es trotzdem, das gebe ich zu. Das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen hier alles. Vielleicht sollte ich weniger auf KO gehen und einfach Tore schießen, weil das ist ja... ne? Das ist zu viel, was ich mache. Das ist nicht notwendig. Das ist wirklich sehr hilfreich, dankeschön. So, Michael Ballack in Nats. So, wer kann das von sich behaupten? Nicht viele. Na, eigentlich sehr viele, aber egal. So, Feuerball. So, Feuerball, Junge. Peter Crouch. Naja, immerhin Punkte. Ist auch schön. In welchem Geschichtsbuch steht eigentlich in Zukunft, dass ich jetzt schon so weit vorne bin, ne? Also trickpunktemäßig. Toremäßig steht es 1-1 und das ist wichtig. Aber trickpunktemäßig ist es lecker. Oh, Peter, Peter, Peter. Mach mir noch ein feuchtes Höschen oder was hier? Unfassbar. Der Typ rasiert. Oh, Loni. Warum gab es keine Punkte? Ja, jetzt gab es Punkte, danke. Also das ist auch sowas, was ich nicht verstehe. Das hätte jetzt... Warum das kein Feuerball war? Ich bringe den New Kids-Spruch jetzt nicht, aber das ist trotzdem wahr.